Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel InVision TV. Heute haben wir euch wieder drei interessante Produkte aus der Welt der Bildverarbeitung und Messtechnik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Mehr zum Thema Bildverarbeitung und Messtechnik gibt es wie immer in unserer Printausgabe und dem wöchentlichen InVision Newsletter. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch das Verifikationssystem Vision Tube von Cretec, die Time-of-Flight-Kamera mit Safety-Zulassung SpotGuard von Toffmolten und die Bildverarbeitungssoftware Univision 2.1 von Venglor. Der Vision Tube von Cretec ist das weltweit einzige Verifikationssystem mit schnellem Autofokus. Die unmittelbare Anzeige der Codebewertung erfolgt mit nur einem Knopfdruck mittels eines dreifarbigen Leuchtringes an der Oberseite. Die 10-Megapixel-Kamera gewährleistet das zuverlässige Detektieren sehr kleiner 1D- und 2D-Codes, sowohl auf unterschiedlichsten Labeln als auch direkt markiert. Die Systemlösung ist innerhalb weniger Sekunden einsetzbar und in vollautomatischen Fertigungslinien schnell integriert, da das System ab Werk in allen Fokusebenen kalibriert ist. 4 austauschbare Beleuchtungsmodule ermöglichen eine optimierte Multicolor-Beleuchtung. Die 3D Time-of-Flight-Kamera SpotGuard von Toffmolten erlaubt eine sichere Raumüberwachung mit Safety-Zulassung im Industrieumfeld. Das Produkt erkennt zuverlässig und in Echtzeit Objekte, die in Gefährdungs- bzw. Bewegungsräume eindringen und erfüllt vordefinierte Sicherheitsfunktionen, um identifizierte Gefährdungen zu minimieren. Die 3D-Kameras sind zertifiziert und zugelassen nach EN 13849 sowie EN 62061 und erfassen einen Arbeitsbereich von 0,05 bis 10 Meter in einem einzigen Bild mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde. Die Bildverarbeitungssoftware Univision 2.1 von Venglor lässt sich ohne Programmierkenntnisse sowohl für Smart-Kameras als auch Vision-Systeme und 2D- sowie 3D-Profilsensoren nutzen. Dadurch entfällt für die Anwender die Einarbeitungszeit auf unterschiedliche Softwareprodukte. Die modulare Software ist für die gesamte Bandbreite an Bildverarbeitungsanwendungen skalierbar. Reicht zum Beispiel die Auflösung einer intelligenten Kamera nicht mehr aus, ist die Umstellung auf ein Vision-System ohne Probleme möglich. Für Profis gibt es Möglichkeiten, manuelle Einstellungen für komplexe Aufgaben selbst vorzunehmen. Das war's für heute auf InVision TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns, um keine neuen Infos rund um die Themen der Bildverarbeitung und Messtechnik mehr zu verpassen.